Willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. SC Paderborn gegen Darmstadt 98. Ich glaube, das wird eine hochinteressante Partie, Wolf. Es geht zwar eigentlich um nichts, aber die Mannschaften sehen das wohl anders. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Nicht ungefährlich, Steilpass. Drin ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Da bedankt er sich und muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ein Tor, wie man es auch nur sehr selten sieht. Alles frei, alles offen. Ja, da hat er keine große Mühe. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Sie holen sich den Ball. Sie gehen dazwischen. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Schön dazwischen gegangen. Gutes Tackling. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Gibt Abseits, ist völlig klar. Aber das hätten sie vermeiden können. Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Ja, diese Geduld musst du natürlich haben, sonst kommt sowas dabei raus. Für wen dieser Pass gedacht war, weiß niemand. Schwache Aktion, Einwurf. Gute Aktion. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Könnte was werden. Unglaubliche Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Da kann er jetzt erstmal klären. Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Sie können den Ball abfangen. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Schön dazwischen gegangen. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz. Oh, jetzt haben sie die Chance. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann sehen wir, wie gut er den trifft. Harter Ball, flacher Ball, da hat der Torhüter keine Chance. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Jetzt haben sie den Ball verloren. Melem. Gute Chance für eine Flanke. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gefährliche Szene. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich.
Latte. Super dazwischen gegangen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse Pass. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Der Angriff könnte was werden. Und jetzt haben sie die Nase vorn. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit...